Ja, liebe Zuschauer, hier steht bei mir ein Mann, der sich hier im Spielfeld überhaupt nicht extra vorstellen. Herzlich willkommen jetzt in der Rosnee. Wieder mal zu Besuch in der alten Heimat und gleich hier kommt jetzt das Spielfeld. Zuschauen, erste Halbzeit, wie war dein Eindruck? Der ist als kritisch viel schwer in der Schüssel. Ja, am Anfang muss ich sagen, das ist dann, ja, durchwachsen, aber nachher schon die schwierige Überlegenheit bekommen, die eine oder andere Chance, aber es ist oftmals im Fußball dann so, dass man erstmal den Einsatz bringen muss, damit letztendlich was selber alles rauskommt. Und da hat man gesehen, die letzten paar Minuten nochmal von der Halbzeit ein bisschen schön gekommen. Ja, Ruhe reinbringen und mit aller Überlegenheit und Spielerisch, die man auf jeden Fall hat, dass man dann den Sieg nach Hause kommt. Da fuchst du denn nicht als Spielberg ab und zu so aus der Ferne? Über meine Eltern bekomme ich immer die neuesten Situationen, damit die speziell jetzt den Verein oder auch die Jugend betreffen, bekomme ich dann immer mit. Aber letztendlich durch die Distanz und auch durch meine berufliche Tätigkeit bekomme ich das nicht. Glaubst du, dass er jetzt als Spielberg die Klasse erhält? Das Schöne ist, man hat selbst in der Hand. Und von Glaube allein hat sich ja nichts bewegt, deswegen muss man erst was dafür tun. Die Möglichkeiten stehen und heute kann man Schritte in die richtige Richtung machen. Jetzt hast du gerade erwähnt, berufliche Tätigkeit. Du bist der Trainerjob habe ich glaube ich nicht gereicht, aber du bist trotzdem mit Fußball verbunden. Genau, für mich war immer der Trainer so das schwächste Glied, sage ich mal. Und das ist nicht so mein Ding. Er kann nichts dafür, wenn der Stürmer nicht trifft oder wenn er Abwehrspieler über den Ball haut. Deswegen ist es nicht mein Ding. Ich bin in der Schülerberatung tätig und auch in einer anderen Firma, die sich um Sponsoren dann auch in den Stadien bemüht und versucht, die zusammenzubringen, um dem Fußball ein bisschen noch was zu geben. Sind man sicherlich viel unterwegs? Ja, ich bin ja relativ viel unterwegs. Das Blöde für die Familie ist, dass ich mich, so kontinuierlich jeden Tag bei der Schule weg bin, sondern ich bin mal 2-3 Tage zu Hause und dann auch wieder 3 Tage weg. Und auch ein anderer Verein, der ist so gut wie abgestiegen, bei dem du sehr, sehr erfolgreich gespielt hast. Wie empfindest du das? Der Ring vom Pass. Ja gut, Bayern kann auch noch reinrutschen. Ja. Nee, sportliche Situation ist immer das eine. Das andere finde ich, wenn man dann in der Öffentlichkeit über Dinge diskutiert und sich zerfleischt ein bisschen, was schade ist. Gerade wenn jetzt der KSC absteigen würde, sieht man dann auch aus, aber es ist natürlich in der Herrschaft der Region. Wichtig für mich wäre da, dass die Jugend kontinuierlich weiter erfolgreich arbeitet, wobei wir da auch, ich glaube, die U19 und U17 stehen beide relativ weit unten. Bei U16 und U15 sieht es besser aus, aber ja, über die Jugend wieder zurückzukommen, das hört sich immer so schön an, aber das soll nicht das Ziel sein. Aber dazu muss erstmal ein Verein Ruhe haben. Natürlich auch die Diskussion um das neue Stadion. Das soll angeblich nur die Bürgerentscheidung führen. Ja, das wäre natürlich jetzt ein Nackenschlag, wenn man abschreiben würde. Wobei ich da auch diese Diskussion jetzt nur von der Ferne, ich weiß jetzt nicht, was da alles noch geplant ist, ein Umbau auf jeden Fall oder ein Neubau. Neubau, ja. Es ist immer schade, wenn so eine Institution dann wieder Windpark dann aufs Abschirmgleis kommt, aber im Neubau, gerade wenn man dann in der zweiten Liga natürlich spielt und auch vielleicht Ambitionen hat, mal abzusteigen, macht schon Sinn. Gerade was die neuen Gegebenheiten erwähnen, dann anhören, was die Anforderungen sind, da ist wahrscheinlich der Windpark ein bisschen hinten dran. Aber klar, ich glaube, wenn Karlsruhe absteigt, danach sieht es aus, dann wäre Neubau fast fatal. Jetzt ein ganz anderes Thema diese Woche. Terroranschlag auf dem Bus, BVB-Bus in Dortmund. Wie hast du das mitbekommen? Ja, ich habe das nicht live vom Fernsehen verfolgt. Ich war noch vor ein anderes Spiel schauen. Ja, letztendlich auch da wieder, was alle gesagt haben, zu den Politikern, die Show was dauern. Es ist kritisch. Wir haben auch bei uns in der Familie oder auch bei uns auf der Arbeit diskutiert, was kann man da machen. Letztendlich, wenn die Mannschaft gesagt hat, wir spielen nicht, wir gehen geschlossen nicht ins Stadion, hätte es auch wieder verstanden. Weil keiner kann sich kurz reinversetzen, was das für ein Gefühl ist. Ein Tag vorher
explodieren drei Bomben um einen rum und am nächsten Tag steigst du wieder in den gleichen Bus oder in den Bus ein und fährst im Spiel. Ich kann keine nachvollziehen, aber du musst spielen und jeder sagt, ja klar, das ist eben der Job, das müssen wir tun. Aber wie gesagt, wenn es jetzt abgesagt hätte, die Mannschaft, dann ist es auch wieder gestanden. Du musst funktionieren als Profi. Ja, nicht nur als Profi. Ich denke mal, dass die meisten, die auch nächste Woche dann immer wieder arbeiten gehen oder auch morgen arbeiten gehen, weil wir sind ja heute schon so verwöhnt, dass wir heute Morgen beim Bäcker stehen und in der Zuhörer sagt, und das ist ein Test. Ja, also muss irgendwo das wieder funktionieren. Deswegen, ja, man hätte beide Seiten, wenn ich es jetzt rausgeschaffen habe, aber wenn ich es sagte, okay, vielen Dank und wünsche dir alles Gute. Vielen Dank.